Nun, meine Damen und Herren, Europa eröffnet uns Chancen, aber ergreifen müssen wir sie selber. Wenn wir selbstbewusst, leistungsorientiert, risikofreudig und innovativ die Herausforderung Europa annehmen, bringt uns Europa weiter. Die Frage stellt sich natürlich, ob wir dazu in der Lage sind. 6. Dezember 1992. Das Schweizer Volk lehnt den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR ab. Wir wollen den EWR nicht. Wir sind als Schweizer so kräftig genug, dass wir uns selber behaupten können. Swissair ist die einzige Fluggesellschaft in Europa, die einen Gewinn hat. Der EWR ist noch nicht in Kraft. Nein, ja, ist noch nicht in Kraft, aber man muss nicht immer so wahnsinnig jammern. Der Alleingang in Anführungs- und Schlusszeichen, das Abseitsstehen wird härter sein, wird schwieriger sein. Die anderen dürfen nach den freien Tarif fliegen und Swissair muss ihre Tarif bilateral genehmigen lassen, die relativ Freude haben. Das ist doch nicht überlebensentscheidend. Anfangs 1993 entwerfen die Chefs der Swissair, der Austrian Airlines, der skandinavischen SAS und der holländischen KLM eine kühne Vision. Alcazar, eine Allianz der Kleinen gegen die Großen der Branche. Durch einen Zusammenschluss wäre das Quartett eine der größten Airlines in Europa und hätte somit eine Chance zu überleben. Wir sind mitten in den Verhandlungen. It's a good match. Kaum werden die Pläne publik, deponiert Crossair-Gründer Moritz Sutter beim Bundesrat ein Alternativkonzept mit dem Namen Phoenix. Dieses sieht eine faktische Übernahme der Swissair durch die Crossair vor. Der Bundesrat forderte deshalb die Swissair auf, neben dem Projekt Alcazar Alternativen zu prüfen, welche die Selbstständigkeit des Unternehmens grundsätzlich gewährleisten. Können Sie bestätigen, dass Verhandlungen wenigstens weitergehen? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine weiteren Kommentare habe. Wir bedauern den Verhandlungsabbruch zutiefst. Ein Alleingang ohne Partnerschaften war, ist und wird kein Thema. 4. Mai 1994. Die Swissair-Spitze beschließt eine aggressive Akquisitionsstrategie. Den Zugang zum europäischen Markt soll die belgische Sabena ermöglichen. Der Weltmarkt soll mit dem US-Partner Delta gesichert werden. Die neue Strategie beruht auf einer Studie der Beratungsfirma McKinsey, die zu dieser Zeit von Lukas Mühlemann geleitet wird. Mühlemann gilt als Senkrechtstarter der Schweizer Wirtschaft.